So, es geht jetzt nichts anderes. Technik kosten Geld, also muss ich mir wieder dran. Und uns auffressen. Mann, ich wünschte wirklich, diese komischen Giftviecher wären ein bisschen seltener. Dann könnten wir ein paar Punkte aus Anti wegnehmen. Aber Anti braucht selbst so viele Take-Points, das ist eine dumme Idee, wäre das jetzt zu schwächen. Naja, selbst wenn es nur einmal alle drei Male nicht funktioniert, wäre das doof. Okay, das ist eine Kombination, da können wir einfach drauf einschlagen. Wenigstens sind ja gnädigerweise nicht so viele Viecher, die einen vergiften können. Wow, der hat aber eine Menge Trefferpunkte. War das mit den 90 Schadenspunkten so vielleicht nur ein kritischer Treffer oder sowas? Ah ja, geh mal weiter nach... Oh, hier geht's wieder raus. Oh, wow. Also ist hier eigentlich gar nichts. Oh, wow. Die können das auch anwenden. Nur seltener. Oh, mir wurde aufgestuft. Wow. Jetzt verstehe ich überhaupt nicht mehr, warum sie diese andere Monsterart eingebracht haben. Was ist da denn bitteschön der Unterschied? Haben die vielleicht einen Trefferpunkt mehr oder was? Wow, die haben wirklich nur die Farben geändert und den Namen oder was? Oh, wow. Rein technisch gesehen sind das hier nur drei verschiedene Arten von Monstern. Wollte ich nur mal andeuten. Ach, das ärgert mich jetzt sogar doppelt, muss ich sagen. Was soll das? Was soll das? Jetzt ist dieses Monster taucht ja jetzt auch auf? Ich dachte, das gehört auch zu diesen Wisst ihr, das ist egal. Wenn ihr unbedingt die ein und dieselben Monster in 1000 Dungeons recyceln wollt, oder einfach nur die Namen und Farben ändern wollt, das ist mir egal, die sterben so oder so. Ah, die haben sich aber ganz schön weit verbreitet hier. Oh, wow, 103 Schadenspunkte und 92. Wow, das Schwert kann aber ganz schön zuhauen. Ah. Ach, was soll's. Ihr könnt ja verstehen, wenn das hier die Realität wäre, dann könnte man, bis auf den riesigen Steinklotz, denn das würde dann nicht mehr dazu passen, aber in der Realität kann es ja passieren, dass ein und dieselben Viecher zufällig in 3000 verschiedenen Plätzen leben. Aber in einem Spiel akzeptiere ich das nicht ganz so leicht. Genauso wenig, wie ich in der Realität große fliegende Steingesichter akzeptieren würde. Naja, Grinder. Ist eine schlechte Übersetzung von Grinser, oder ist das eine Verhöhnung des Spielers, weil er grinden muss hier? Ein gutes altes Fachwort für 1000 Kämpfe hintereinander abfechten. Grinding. Obwohl, sie hat noch Tech Points. Aber wir sind alle vergiftet. Gut, sie ist fast tot, also muss sie jetzt mal Anti benutzen. Und gleich darauf auch nochmal Race. Okay, gut. Dann müssen wir noch hoffen, dass wir jetzt noch ein bisschen weiterkommen, bevor wir verrecken. So, jetzt gehen wir mal nach Westen durch die Höhle. Na, Osten führt uns ja bloß wieder in den Eingang zurück. Ah ja, ein Gila Toad. Okay, gut, das machen wir jetzt ein bisschen ordentlicher. Jö, du erledigst das Vieh hier. Dann versuchen wir beide auszuschalten. Und er schlägt einfach blind zu mit seinem Schwert. Okay, zuerst die Klauenhebe. Erledigt. Erledigt. Oh Mann, die haben eine ganz schöne Angriffskraft. Okay. Zack, 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 links und rechts. Ha. Vernichtet. Und wow, das Ding hat eine ganze Menge Trefferpunkte und gibt mir so wenig Erfahrung. Das ist wahrscheinlich nur meinem schlechten Orientierungsvermögen zu verdanken, dass wir durch die Übermacht nicht schon längst verreckt sind. Weia. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Okay, gut, die vernichten wir noch. Und dann müssen wir mal aufheilen wieder. Okay, gut, haben wir noch irgendwelche Monomaten, die wir benutzen können? Und Antidote. Gut. Und gut, dass ich die Dinger noch habe. Mal bei ihm benutzen. Oh, der hat schon nur noch die Maten. Gut. Und sie hat das hier noch. Kann es bei sich selbst benutzen.
Langsam haben wir auch genügend Trefferpunkte, dass wir bald die nächste Generation an Heilgegenständen verwenden können. Und da sehen wir auch schon unser Ziel. Gucken wir, ob wir es noch erreichen, bevor uns die Puste ausgeht. Ich glaube irgendwie nicht, dass es hier einen Bosskampf gibt. Obwohl, ja, sowas wie das hier ist schon fast ein Bosskampf hier. Wir überraschen uns die auch noch. Gut, dass wir noch Escapipes haben, ansonsten wäre ich schon längst geflohen hier. Okay, Ries, und du nimmst dein Schwert in die Hand und erledigst das Viech so. Ha, zack. Die Krieger werden aus dem Weg gefegt mit kräftigen Ohrfeigen. Dann ist eigentlich egal, die sind beide auf ihre Art gefährlich. Ha, vernichte. Und ein Schwerthieb in die Mitte und erledigt. So, jetzt gehen wir weiter nach Süden hier. Ach kommt, Leute. Oh weia. Oh weia, die könnten uns fertig machen. Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch. So, du hiebst links und rechts und drauf und... Autsch, Autsch. Oh, Glück gehabt nochmal. Das hätte böse ausgehen können. So, Ohrfeigen. Oh ja, vergiftet. Oh, es haut drauf. Okay, gut, anscheinend war dieser eine Irrweg am Anfang einmal im Kreis herum schon zu viel. Und jetzt ist die... Oh, noch 2 mm von der Schatztruhe entfernt. Oh, jetzt versuche ich die noch zu kriegen, bevor ich mich raus teleportiere. Mal überlegen. Okay, das riskiere ich noch, aber dann brauche ich noch... Oh, weia. Mal sehen, Wiederbeleben ist teuer, also... Antidot haben wir noch, das ist zumindest billig. Und halt, halt, halt. Wir haben nichts, um Tickpoints zurückzukriegen. Und sie hat alles aufgebraucht. Oh, Monomaten, gut. Eins. Gut, dass sie noch so viel von dem Zeug rumgeschleppt hat. Während er gegen fast voll beladen ist, noch mit Zeug. Aber die Maten sind zu teuer, die fasse ich nicht an. Okay, jetzt können wir noch mal ein, zwei Kämpfe überleben. Oh, wow, gut. Wow, schaffen wir es noch ohne Kampf, denn... Oh ja, gut, das hätten wir nicht mehr geschafft. Und ja, bei der Kombination hätten wir wahrscheinlich auch nicht mehr überlebt. Und die haben uns auch noch überrascht. Na gut, gute Entscheidung. Gut, du nimmst Schwert und killst das. Nö, du nimmst das und haust da drauf und haust da noch mal drauf. Jetzt erwischen wir beide. Schwerthieb. Gut. Ohrfeige, Ohrfeige. Okay, gut, wir machen das jetzt so. Ries, du greifst das Viech an und ansonsten geht's nochmal weiter. Ha! Oh wow, ich habe vergessen, wie stark die Viecher sind. Okay, Mjö, du greifst da an und da an und er hat nochmal, haut nochmal drauf. So, Problem gelöst. Ach, stirb. Oh, Ries ist aufgestuft worden. Gut, dann haben wir es beim nächsten Mal nicht ganz so schwer. Was ist da drin? Das ist alles. Okay. Dann gucken wir beim nächsten Mal, was hier los ist. Jetzt wissen wir, wo wir lang gehen müssen. Dann können wir beim nächsten Mal einfach nur so durchmarschieren. Ah. Okay. Jupp, wir hauen ab. Wir müssen nämlich noch durch die ganze Wüste marschieren. Ja, oh Mann. Okay, gut. Hätte ich vielleicht doch kein so großes Risiko eingehen sollen. Marschieren wir mal noch so schnell wie möglich nach Osten und hoffen, dass wir das überleben. Naja, mild, mild. Eigentlich könnte ich mir diese Sperenzien jetzt sparen. Da wir ohnehin nur noch die teuren Sachen haben. Die will ich nur im absoluten Notfall verwenden und uns geht uns bald auch, glaube ich, das Antidot aus. So, jetzt können wir die nicht mehr sehen. Hier könnte man sich leicht verlaufen. Ich gucke nochmal vorsichtshalber auf den Monitor. Ach ja. So, jetzt marschieren wir nach Osten und ein bisschen nach Süden, bis wir die Stadt erreichen. Vorausgesetzt, das überleben wir. Okay. Das Viech ist Hauptziel. Und kriegt deswegen eins in die Fresse. Ja, ja, vergifte du nur. Das bringt jetzt auch nichts mehr.
Ach, diese schöne, detailgetreue Wüstenlandschaft. Da sieht man auch, wie viel Arbeit die da reingesteckt haben. Ja. Für diejenigen, die Sarkasmus geschädigt sind. Nein, das habe ich nicht wörtlich so gemeint. Ja, ich guck nur schön grimmig. Ah, wir sind immer noch weit entfernt. Marschieren wir weiter durch die Wüste hier. So weitergeht, muss Mjö, unsere Roboter-Lady, uns noch tragen. Aber nein, wir haben es in Sichtweite geschafft. Und jetzt graben sie wirklich alles aus der Siegergrube der schon einmal verwendeten Monster aus. Ich meine, die Viecher, um Himmels Willen, die leben in einer normalen Graslandschaft. Jetzt finden wir die hier in der Wüste. Ich meine, klar, es wäre was anderes, wenn die sich die Mühe gemacht hätten, hier ein bisschen Grünzeug rumzumachen. Wegen dem Wasser und so, aber das haben sie nicht. Warum auch immer. Ich meine, das Grünzeug hier würde dann sogar Sinn machen. Und es hätte wahrscheinlich weniger Mühe gemacht, als die ganze Stadt umzugestalten. Wow. Ich spiele das Spiel nur und habe bessere Ideen, was man hier machen könnte, als die Programmierer selbst. Das ist traurig. Okay, fangen wir mal der Reihe nach an. Entgiften. Übernachten, Heilgegenstände einladen und weitermachen. Aber das dauert eine Weile. Blenden wir mal aus, damit ihr nicht vor Langeweile sterben müsst, während ich diese Notwendigkeiten durchführe. So, jetzt sind wir wieder einsatzbereit. Ich habe ein paar Sachen gekauft und was Witziges festgestellt. Diese Stahlrüstung können wir nicht zusammen mit einem Umhang tragen. Das reduziert unsere Verteidigung. Wow. Gut, dass ich das jetzt weiß. Gut, können wir das weitergeben? Ja, geh da hin, so. Give to ear. Gut, klappt das bei ihr? Natürlich nicht. Noch etwas Interessantes. Anscheinend verkauft der Laden hier in seltenen Fällen Fall von Jupp, das passt. Haufenweise Sachen, die keiner von uns transportieren kann. Benutzen kann. Das zum Beispiel kann keiner von uns benutzen. Das auch nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Das, was immer es auch ist, kann keiner von uns benutzen. Ich nehme an, das ist also fast alles nur für genau eine Person. Naja gut, toll, damit habe ich jetzt also 300 Meseten rausgehauen für völlig umsonst. Na gut, da wir aber vielleicht bald ein neues Partymitglied kriegen, behalte ich das Cape erstmal. Für den Fall der Fälle. Mir macht es nur Sorgen, dass es praktisch den Rüstungsslot wegnimmt. Das bedeutet, dass wenn ich für den anderen Typen eine bessere Rüstung kaufe, ich das Ding sowieso nicht brauche. Aber hey, bis wir wieder hier sind, wird dann ja eine Zeit vergehen. Gut. Genau, das wollen wir jetzt. Jetzt sind wir eigentlich so gut vorbereitet, wie es nur geht. Haufenweise. Sind nicht wieder auf dem Mega-Damm-Absoluten hier. Ries Level 14, Mio Level 13. Wir haben auch unsere Ausrüstung auf ein Maximum gebracht. Vor allem Ries kann jetzt wie ein Berserker um sich hauen, dank dem Schwert und seiner Stahlrüstung. Und Mio kann zweimal zuhauen, dank ihrer zwei Waffen. Und ihre Verteidigung hat ein bisschen leiden müssen, aber dafür hat sie wenigstens die Force Boots, ansonsten wäre es noch schlimmer aus. Tech Points hat sie ein paar mehr jetzt, Gott sei Dank. Wir haben ein paar Heil- und Antidot-Gegenstände in beiden Fällen. Und sie hat noch zusätzlich zwei billige Monomaten, damit wir uns heilen können. Auf dem Weg durch den Dungeon, ohne gleich an die teuren Sachen zu gehen. Und wir haben noch 484 Meseten. Das ist praktisch, weil jetzt kommen wahrscheinlich noch 500 oder so dazu, wenn wir uns wieder durch den Dungeon kämpfen müssen. Und wenn dann tatsächlich eine dritte Person Teil unserer Party wird, statt zu sagen, jupp, hier habt ihr einen Plot-Gegenstand. Aber ich habe gerade keine Zeit, Teil eurer Party zu sein. Tüdelü. In dem Fall sind wir nämlich immer noch zu zweit. Aber allmählich wird es Zeit, dass wir eine dritte Person dazu kriegen. Also gut.
im nächsten Teil auf in den Dungeon. Auf der Suche nach Vren.